Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Von Elgato gibt's was Neues in Zusammenarbeit mit Nvidia, nämlich die bekannte RTX Voice Geräuschunterdrückung ist jetzt komplett in die Wavelink Software mit implementiert. Wenn du also über ein Wave 1 oder ein Wave 3 Mikrofon verfügst oder über das Wave XLR, ich glaube das heißt so, könnt ihr das jetzt kostenfrei verwenden. Ist super cool und als hätten sie es geahnt, der Ventilator ist hier im Hintergrund auf höchster Geschwindigkeit, der Hund hinter mir kaut auf seinem Lieblingsknochen rum und das fördert natürlich Nebengeräusche, die sehr, sehr störend wirken können. Ich drehe jetzt mal meinen Mikrofonpegel hoch, dann hört ihr auch, was ich meine, wenn ihr es nicht jetzt sogar schon hört. So, ihr habt es gehört, ist schon ziemlich laut und kann auch echt, echt nerven. Und gerade in der Aufnahme will man sowas natürlich nicht haben. Was muss man da jetzt machen? Das Ganze, wie gesagt, kostenfrei. Wir springen jetzt einmal in die Wavelink-Software und dann zeige ich euch, wie man das einrichtet. Ich habe jetzt mal die Wavelink-Software gestartet und wie ihr sehen könnt, habe ich noch nicht alle Kanäle vergeben. Ist aber auch völlig irrelevant. Wir klicken hier unten mal auf das Audio-Effekte-Symbol. Ich drücke da jetzt mal drauf. Dann drücken wir auf das Plus, auf mehr Audio-Effekte holen. Dann wird eben diese Seite hier gestartet. Und dann können wir ja hier mal ein bisschen gucken. Das sind neben Noise Gate und irgendwelchen Equalizern, Vocal Effect, haben wir hier eben Nvidia Noise Removal bei Elgato. Das Coole ist, die haben das nicht einfach nur drüber geballert, sondern eben auch nutzerfreundlicher angepasst. Da müssen wir jetzt ein bisschen was installieren zunächst, dass das auch wirklich funktioniert. Wir scrollen jetzt hier einfach mal ein bisschen weiter runter. Hier steht auch schon Download the latest Audio Effects SDK from Nvidia.com. Ich mache euch den Link auch nochmal in die Videobeschreibung. Dann springen wir hier einmal drauf und hier müssten wir jetzt quasi unterscheiden, ob wir eine RTX der 30 Serie haben oder ob wir eine RTX der 20er Serie haben. Ich habe eine 3060, also lade ich mir hier die 30er Serie runter. Ist ein bisschen größer, 633 MB. Das laden wir schnell runter und dann geht es in die Installation. Ich habe das Ganze jetzt fertig runtergeladen und mir mal auf den Desktop gelegt. Ich starte jetzt mal die Setup-Datei und dann gehen wir gemeinsam durch die Installation. So, das Installationsprogramm hat jetzt quasi geladen. Ja, ich möchte zustimmen, selbstverständlich. Das Nvidia-Installationsprogramm ist beendet, geht super schnell und wir können hier einmal schließen. Danach müsst ihr einmal zurück in eure Wavelink-Software und solltet hier rechts oben auf dieses Zahnrad-Symbol einmal draufdrücken. Dann geht ihr auf Audio-Effekte und hier sind eben eure standard hinterlegten Plugin-Ordner. Da geht ihr einmal auf Plugin-Ordner scannen. Das dauert dann einen ganz kleinen Augenblick. Dann werden wir die neuen Filter sehen. Solltet ihr kein neues Ergebnis haben, könnt ihr ja mal in gescannte Plugins-Anzeigen klicken. Da habe ich das Ganze nämlich schon mal drin und somit können wir das jetzt auch auswählen. Ich drücke hier unten also nochmal auf das Filter-Symbol. Ich drücke hier unten also nochmal auf das Effekte-Symbol. Klicke hier einmal auf das Plus. Dann kann ich hier nämlich auch schon unter Elgato Nvidia Broadcast Noise Removal auswählen und dann öffnet sich dieses Fenster hier. Kleiner Hinweis noch, solltet ihr dieses Fenster sehen mit einem Hinweis, dass ihr das installieren müsst, obwohl ihr es schon installiert habt, einfach kurz den Rechner durchstarten, hatte ich auch, dann funktioniert das Ganze. Die Lautstärke bzw. die Intensität des Filters ist jetzt aktuell bei mir auf 0. Ich drehe jetzt mit Absicht auch nochmal den Eingangspegel hoch und wir hören uns das Ganze einfach nochmal an. Ich hole euch aber zusätzlich dazu noch mein OBS in den Vordergrund, dann holen wir die Wavelink-Software einmal drüber, dass das nicht ganz so störend ist. Also lasst euch dadurch erstmal nicht verunsichern. Wichtig ist erstmal der Pegel hier unten. Ich drehe das jetzt mal auf 100%, rede dabei nicht. Ihr achtet einfach mal da unten auf den Pegel. So sieht das eben auf 100% aus und so, wie ich mein Mikrofon normalerweise eingestellt habe. Ich drehe nochmal auf 100% und wir drehen mal hier die Intensität etwas höher. Da das Ganze beim Sprechen auf 100% Eingangspegel natürlich viel zu laut ist und ich das in der Software nachträglich im Videoschnitt zwar runterdrehen könnte, ist es aber dann trotzdem übersteuert. Deswegen machen wir das Ganze hier jetzt auch nochmal. Ist ja dasselbe Prinzip. Und ein Tipp gleich vorweg. Ich weiß, ihr neigt dazu, ich neige nämlich auch dazu, das Ding einfach mal volle Pulle hochzudrehen. Dann ist es nämlich deutlich leiser, natürlich, das kann ich auch verstehen, aber ihr müsst es bedenken, dass umso höher ihr irgendwas einstellt, völlig egal welcher Effekt, umso mehr wird eben die Audioqualität auch ein Stück weit verringert. Dreht es tatsächlich nur so hoch, wie ihr es auch wirklich braucht. Ich für meinen Teil so zwischen, ja, ich sag mal so zwischen 10% und 20%, aber das Ganze jetzt nochmal, wenn ich ruhig bin, dann seht ihr das auch richtig deutlich.
Und so ist es für mich in Ordnung. Super Sache, kostenlos, Links sind in der Videobeschreibung. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob das für euch wirklich ein großer Unterschied ist. Ich weiß, man könnte jetzt natürlich auch ein Noise Gate installieren oder sonst irgendwelche anderen Geräuschunterdrückungsfilter. NVIDIA Broadcast nehmen zum Beispiel als eigenes Tool. Dazu muss ich aber sagen, NVIDIA Broadcast funktioniert für mich persönlich nicht, denn aus irgendeinem Grund habe ich da einen ganz komischen Delay drin. Also ich habe eine ganz seltsame Verzögerung. Das heißt, für ein paar Millisekunden kommt der Ton dann erst später. Ultra nervig, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Deswegen arbeite ich jetzt damit oder halt mit Noise Gate, Kompressor und Co. Wenn ihr dazu noch ein Video haben wollt, schreibt mir das ganz gerne in die Kommentare und wie gesagt, einfach mal reinschreiben, was haltet ihr davon? Ich finde es mega cool. Mega kurzes Video an der Stelle, muss ja auch nicht immer lang sein. Dann bleibt mir wie immer nichts anderes zu sagen als, geht nicht ein in der Hitze, trinkt viel Wasser, Dehydration ist der Erzfeind. Ich bin Ozan, ich bin raus. Ciao.